Oh, Schadauer alias Cerebell und die Stimme des Zorns mit einem kurzen Nachtrag. Wollte gerade aus dem Auto raus. Nachrichten gehört. Deutschlandfunk. Meldung. Irgendein CDU-Abgeordneter hat die Frau von Storch von der AfD quasi zurechtgewiesen in den Nachrichten. Wie konnte diese Frau nur nach dem Attentat in Münster, kurze Zeit nachdem das gerade passiert ist, twittern? Wir schaffen das und damit eine Steilvorlage geben Richtung Angela Merkel in Sachen Flüchtlingspolitik. Und die Begründung für seinen Vorwurf ist und war dann, und darüber rege ich mich jetzt auf. Darüber rege ich mich jetzt auf. Mein Thema heute, zweierlei Maß. Grüße an Ken Jebsen. Mit zweierlei Maß wird hier gemessen. Die Begründung vom CDU-Abgeordneten war, wie kann man nur, ohne Indizien und Beweise zu haben, solche voreiligen Schlüsse ziehen und damit andere Unschuldige in dem Fall verdächtigen, nämlich Flüchtlinge. Da hat er recht, da hat er recht. Man darf nicht kurz nach einer Tat irgendwen verdächtigen, bevor man nicht die Beweise hat, dass es der Täter auch war. Ja, ich habe Jura studiert in Mainz und erfolgreich abgebrochen, mein Lieblingsspruch. Und was macht man im Fall Skripal? Ja, direkt Minuten nach dem Anschlag war es der Russe, sogar noch Putin. Wurde von den, ich will jetzt kein Adjektiv davor setzen, Briten gesagt. Ja? Keine Beweise, gar nichts. Vermutungen werden weltweit in den westlichen Medien eingestreut. Der Russe, die Russen waren's. Ohne bis heute Beweise zu haben. Deutschland stellt sich hinter seine Verbündeten, hinter Großbritannien, die eine voreilige Vermutung äußern. Wollt ihr uns verarschen? Und dann kommt hier in den Nachrichten von Skripal gar nichts mehr heute. Was ist denn los? Skripal gibt's gar nicht mehr. Oh, da scheint irgendwas nicht nach Plan zu laufen für den Wilden Westen, ha? Vermutung? Keine Beweise. Die Russen waren's. Hier sagt jemand, wir schaffen das. Nicht gut. Paar Minuten nach der Tat wird böse an den Pranger gestellt. Wie können sie nur, weil es ja die AfD ist, weil es ja nicht systemtreu ist, weil es ja eben die bösen AfD-Leute sind. Was ist hier los? Das ist Gerechtigkeit, die in den westlichen Werten stehen? Gerechtigkeit in diesem Land? Oder heißt es eher, wenn du mein Freund bist, hast du immer recht? Wenn du mein Feind bist, hast du niemals recht? Ist das unser Recht? Oder heißt der Rechtsstaat, wer Geld hat, hat am meisten Recht und kommt am Ende raus, wenn du reich bist? Oder wie? Geld hat Recht. Oder was ist hier Recht? Ja? Also, das hat mich eben riesig aufgeregt. Ich wollte aus dem Auto, das hat mich tierisch genervt. Zweierlei Maß. Dort der Vorwurf, ohne Beweise, ohne was in der Hand zu haben. Wie kann man nur eine twittern, dass es eventuell irgendwie Flüchtlinge waren? Was nicht gut ist, was man auch nicht macht. Aber auf der anderen Seite Skripal, die Russen waren's. Jetzt wieder, Fassbombe, man weiß gar nicht, wer es war. Ich traue das dem westlichen Bündnis, die mit dem IS zusammenarbeitet, um Assad zu stürzen, weil Assad ihnen ein Dorn im Auge ist. Wir wurden immer belogen in allen Kriegen, Jugoslawien, Irak, Libyen und auch in Syrien. Man hat nie die sogenannten Beweise gefunden, warum man in den Krieg zieht. Wer in den Krieg zieht, ist ein Terrorist. Ja, voreilige Schlüsse. Assad könnte es gewesen sein. Wir müssen reagieren. Könnte. Vermutlich laut irgendeiner Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Was steckt hinter diesem herrlichen Vokabel? Eine Person in London, westlich eingestellt. Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Soll ich mich hier demnächst nennen, der Autofahrer der Gerechtigkeit? Und dann glauben mir natürlich alle viel mehr. Uwe Schadauer. Nicht mehr die Stimme des Zorns. Das klingt ja negativ. Der Beobachter der Gerechtigkeit, der Kämpfer für Gerechtigkeit. Laut Uwe Schadauer, der Beobachtungsstelle für Gerechtigkeit in seinem Auto. Hä? Das ist ein Meme, versteht ihr? Positive Meme. Klingt gut. UNO-Sicherheitsrat. Oh, kann man nicht anzweifeln. Hilfsorganisationen, eine nach der anderen kippt gerade, wegen Korruption und miesesten Dingen, die dort passieren. Weißhelme, UNO, da gab's auch schon ganz klare Beweise, dass die nicht sauber sind. Vergewaltigungen, Geschiss, tralala in Kriegsgebieten. Was ist hier los?
hinterfragt alles. Hier wird nur gelogen, wo es auch geht. Und wenn nicht gelogen wird, werden Lücken erzählt oder seltsame, richtungsweisende Adjektive. Vermutlich und da der menschenverachtende und diktatorische und alles negativ Meme gegen die Feinde unserer Interessen. Vielleicht sollten wir nicht sagen, westliche Werte vertreten, sondern die westlichen Interessen. Amerika sagt das schon immer. Die amerikanischen Interessen gehen vor. Auch wenn es Mord und Totschlag ist, um am Ende Kohle zu holen. Hinterfragt alles. Zweifeln, hinterfragen. Dialektisch denken. Zusammenhänge erkennen. Nie nur einen Punkt. Nie nur ein Puzzleteil. Wie Dirk Müller herrlich letztens sagte. Das gesamte Puzzle angucken. Nicht ein Puzzle nehmen, was der Westen macht. Und sagt, guck mal, das ist aber nicht schön hier, dieses kleine Puzzleteil. Sondern guckt euch immer alles an. Das gesamte Bild, das Gebilde. Die Zusammenhänge. Vor allen Dingen ökonomisch, wirtschaftlich, Rohstoffe. Warum macht wer was? Wem nützt eine Nachricht etwas? Wem nützt es? Der Kriegsindustrie, der Rüstungsindustrie, der Pharmaindustrie? Wem nützt was, wenn etwas gesagt wird? Wem nützt was, wenn etwas getan wird? Ursache, Wirkung. Bleibt wach, werdet wach und werdet mehr. Peace.